Hallo Mädels, Stars und Promis lieben das Experimentieren mit außergewöhnlicher Nailart. Ausgefallene Mustern, reichlich Glitzer und sogar dreidimensionalen Formeln. Ausnahme der rote Teppich. Hier werden auch im Punkto Nageldesign leisere Töne angeschlagen. Schlichte, perfekt manikürte Nägel werden den kreischenden Miniaturkunstwerken vorgezogen, denn sie unterstreichen die Eleganz und den Anmut der mit Bedacht ausgewählten Robe, statt ihr die Show zu stehlen, und sie sind harmonisch abgestimmt auf das Make-up. Ein absolutes Muss, gepflegte Hände und makelloser Lack. Eine sorgfältige Maniküre, die den wertvollen Juwelen an Fingern und Handgelenken schmeichelt. Perfekt abgestimmt auf die zu tragende Handtasche. Einige Trends haben sich in dieser Saison deutlich abgezeichnet. Bei den Oscars, Grammys oder den Golden Globes. Lange Nägel in zarten Rosa- und Nude-Nuancen zum Beispiel, gesehen unter anderem bei Jennifer Lopez und Chrissy Teigen. Aber auch kurze Nägel in Schwarz, wie zum Beispiel bei Kate Beckinsale oder in Kirschrot wie bei Taylor Swift. Allesamt Klassiker für den roten Teppich wie für den Alltag. Ich zeige dir in diesem Video die schönsten Nägel von den roten Teppichen. Erstens Jennifer Lopez. Die nudefarbenen, spitz gefeilten Nägel der Sängerin und Schauspielerin waren perfekt abgestimmt auf Kleid und Klatsch bei den Oscars. Zweitens Chrissy Teigen. Auch das Model hatte die spitzen Nägel meisterhaft auf Kleid wie Klatsch abgestimmt. Ihre Farbwahl für die Golden Globes: Puderrosa. Drittens Dakota Johnson. Ihre Rolle im Filmhit 50 Shades of Grey entsprechend kombinierte die Schauspielerin zu den Oscars zu einer verführerisch roten Robe laszive Nägel in Schwarz. Sie harmonierten perfekt mit einer Klatsche in ebenfalls tiefem Schwarz. Viertens Diane Kruger. Nur ganz dezent lackiert zeigten sich die Nägel von Diane Kruger bei den Golden Globes. Wirkung ultra gepflegt und mit Fokus auf die funkelte Abendtasche in den Händen. Fünftens Kate Beckinsale. Schwarz und beige zusammen mit dem beigefarbenen Kleid ergaben die schwarz lackierten Nägel eine perfekte Ergänzung zur Klatsch. Sechstens Keira Knightley. Die Schauspielerin schwört auf einen romantischen Look. Auf dem Red Carpet setzte sie auf metallisch schimmernde kurze Nägel und einen großen Schmetterling als Verzierung am Handgelenk. Siebtens Kelly Osbourne. Bei den diesjährigen Grammys glitzerte und funkelte es in mädchenhaften Pink und Rosa auf den Nägeln von Kelly Osbourne. Der ideale Kombinationspartner dazu, die über und über mit Paletten besetzte Tasche in Fischform. Achtens Kerry Washington. Ebenfalls glitzernd, aber in mysteriösem Mitternachtsblau stellten die Nägel der Schauspielerin einen spannenden Kontrast zum Kleid und eine Harmonie mit der Klatsch her. Neuntens Sienna Miller. Ganz natürlich, anlässlich der Oscars setzte die Schauspielerin auf kurze, dezent lackierte Nägel zu Klatsch und Kleid in Satinschwarz. Zehntens Taylor Swift. Gelb das Kleid und rot die Nägel. Bei den Golden Globes bewies die Erfolgssängerin, dass sie das Spiel mit Farben perfekt beherrscht. Die Abendtasche dazu goldfarben wie der Statement Ring am Finger.